Okay, ich habe keine mehr. Da hinten war noch ein Turm. Zwei Türme sogar. Er ist schon im Blitzturm. Du wirst, der ist schon am Blitz. Okay. Wo ist der nächste? Da ist der Teleporter. Also ich hole mir jetzt sofort von vorne dann die Türme, sobald er da vorbei ist. Und baue oben die nächste Verteidigungswelle auf. Nämlich direkt an unserem. Hier ist er nämlich schon vorbei. Du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst. Nein, 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 nein. Du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst mit. Und dich nehme ich auch noch mit. Entfernen. Jetzt muss ich schnell hoch. Gucken, dass wir oben am Startplatz nach Möglichkeit so viel aufbauen wie möglich. Blitzturm. Blitzturm. Da kommen noch ein paar. Ja, hier können wir noch ein paar bisschen Geld und noch einen Turm mitnehmen. Blitzturm. Wahrscheinlich kommt sie hier gleich schon wieder um die Ecke geschossen, ne? Blitzturm. Blitzturm. Huhuhuhu. Blitzturm. Blitzturm. Und noch einen. Okay, jetzt habe ich keine mehr. Jetzt kann ich nur noch warten. Da ist sie schon, oder wo? Was? Wo hat er denn hingeschossen? Jetzt kann ich nur noch warten, bis sie hier hochkommt. Wo ist sie denn gerade? Da hinten sehe ich Feuerbälle fliegen. Da kommt sie. Da kommt sie. Ja! Ja! Ich konnte die heranrückenden Gegnerwellen abwehren. Das fortgeschrittene Spiel ist gewonnen. Ich kann nun die zweite Belohnungstruhe öffnen. Hui, 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 hui. Die Blitztürme haben es rausgerissen, weil die Blitztürme halt mit ihren sehr schnellen Angriffen immer treffen, sobald die Sonne vorbeikommt. Ha, schön. Ich mache direkt mal eine richtige Speicherung. Wundervoll. Belohnungen, 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 Belohnungen. Ein Blutwurmhelm. Festigen Beschwörung 22 Punkte. Heiliger. Nun, es hat was. Ohne Zweifel, es hat was. Es, ja, würde dem Image von Talia, das sie sich mittlerweile aufgebaut hat, doch sehr entgegenkommen. Da muss ich recht geben. Aber ich bleib dann doch lieber beim Helm des mentalen Zertrümmerers. Ist er schwere Rüstung? So, wir hätten jetzt theoretisch noch Beschwörungen von 200, ist problemlos machbar, wenn Bücher und Boni genutzt werden. Ja, mit 200 Beschwörungen sind die Beschwörungen dann natürlich auch entsprechend stark, ne? Wir könnten jetzt natürlich noch versuchen, die Schwere zu machen. Allerdings habe ich das Gefühl, also wir hatten jetzt schon so unsere Problemchen. Ich habe das Gefühl, wir werden uns, oder ich werde darin echt den Stress ausarten und hin und her rennen. Und uns darin vielleicht sogar die Zähne ausbeißen. Dann müsstest du nie wiederkommen, wenn du sie direkt machst. Ja, ich bin, jetzt gerade bin ich tatsächlich ein bisschen gestresst. Das gebe ich zu, weil das war jetzt sehr viel hin und her rennen. Das war sehr viel, oh schnell, 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 oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Man hat halt nicht diese, wie bei normalen Tower Defense Games, wo du einfach diesen Überblick hast. Und dann einfach Türmchen dahin, Türmchen dahin, Türmchen dahin. Sondern du musst halt auch immer rennen. Und wenn du dann irgendwo feststeckst und plötzlich nicht mehr springen kannst und nicht hinkommst, ist die Hölle. Oder wir lassen uns diese schwere Herausforderung nochmal für zum Abschluss quasi. Weißt du? So nach dem Motto, wir haben noch in Cerobilon eins offen. Das könnte man natürlich auch machen.
dass wir uns dann dem Ding widmen, bis wir es geschafft haben irgendwie. Als Sonderstream, wo wir uns nur Cerobilon widmen. Oder dem letzten Ansturm. Aber ich bin schon ganz stolz auf mich, dass wir es jetzt leicht und fortgeschritten geschafft haben. Da bin ich schon ganz stolz auf mich. Haben wir echt gut gemacht. Die Taktik wäre, die Goldtürme müssten ganz vorne hin. Dass vorne nur Gold generiert wird. Und der Rest, da müsste ich dann wirklich gucken beim Schweren, dass das aufgeteilt wird auf die ganze Länge. Da müssten man... So, die kommen von hier. Da müsste man quasi hier so einen Eisturm hinbauen. Oder, ja doch, hier so einen Eisturm. Goldturm, Goldturm, Goldturm. Eisturm. Hier vorne reine Geldproduziermaschine. Das Problem, das ich sehe, wenn wir es am Ende machen, weißt du nicht mehr, wie deine Gedankengänge jetzt waren. Das ist ja nicht schlimm. Wir probieren dann einfach am Ende, weil dann haben wir ja... Dann haben wir ja Gelegenheit und so weiter. Dann können wir auch einfach so ein bisschen rumprödeln. Ist quasi dann ein eigenes Spiel, näher im Tower Defense. Goldturm, 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 Eisturm, Eisturm. Hier vorne die Geldmaschine. Und danach müsste man halt gucken, dass man sich als erstes die Türme rauspickt. Da müssen wir dann damit leben, dass eine Welle im Zweifel auch mal weiterläuft. Da müsste man dann zum Beispiel sagen, guck mal, diese beiden Türme hier. Die haben zwei Bereiche im Blick. Könnte man sich also die schnappen. Dieser Turm hier hat zwei Bereiche im Blick. Diese Reihe hier hat zwei Bereiche im Blick. Diese drei, diese, ja zumindest diese beiden hier haben zwei Bereiche im Blick. Und diese hier auch. Dass man dann das Ganze so aufteilt, dass wahrscheinlich jede Gegnerwelle es zumindest so bis in diesen Bereich hier vorne schafft. Aber man eben, aber das ist natürlich auch von der Koordination her... ist das wieder ein riesen Hickhack wahrscheinlich, weil man ja dann immer genau wissen muss, wo muss man gerade hinlaufen, wo steht welcher Turm, welchen wollte man gerade noch upgraden. Die Welt der tausend Türme. Oh, es ist dunkel geworden. Moment. Wird es hier dunkel? Das macht ja die Übersicht noch schwieriger. Das ist ja fies. Das ist ja fies. Aber es ist schon saucool, dass sowas hier eingebaut wurde, ne? Also, dass ihr das geschafft habt mit der Engine von Oblivion. Das ist schon krass. Das ist schon ziemlich krass. Tick-Tack-Taktik. Zeit ist der Faktor. Im Idealfall hast du die Türme alle anstellen, wo sie mindestens zwei Abschnitte treffen und dich ergänzen. Deine strategische Kombination mit verlangsamen Eisschaden, Blitz, Regeneration, Mehrfachkanonen, Todesturm und ziemlich zum Start der Runde Geldtürme, ca. 1 bis 3. Ja, Geldtürme ziemlich zum Start, damit die wirklich jede Runde Geld produzieren en masse, damit wir die Todestürme bauen können. Die Todestürme dann an den Punkten hier zum Beispiel. Der hat diesen Bereich, diesen oder hier? Ne, den Bereich hier hat er nicht mehr im Blick. Was hat denn der hier im Blick? Ob der da runterschießen kann? Das ist wahrscheinlich zu weit entfernt. Aber der hier kann ja dann auch diese ganze Schlaufe hier beschießen. Die Frage, ob er dann hier hochschießen kann, das glaube ich eher nicht. Aber das, die Frage ist halt, man muss halt erstmal gucken, dass man die drei Geldtürme da vorne auch hinbekommt, ne? Weil die Wellen werden ja nicht schwächer. Zu steil runterschießen nicht alle. Das haben wir jetzt beim Mittel schon gesehen. Die Wellen werden nicht schwächer. Sondern, wir hatten ja jetzt schon das Problem, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen hier eigentlich irgendwie einen Blitzturm oder so hinbauen, weil sonst kommen wir mit der Welle nicht klar. Ho. Könnte eine schöne Herausforderung werden. Ich meine, ist natürlich was ganz anderes, aber könnte eine sehr schöne Herausforderung werden. Und ich weiß, ihr wollt mich gerade verzweifeln sehen, aber bin gerade ein bisschen gestresst.
Also ein bisschen sehr gestresst. Und, puh. Wir kommen wieder. Wir lassen natürlich dieses letzte Rätsel nicht, die letzte Herausforderung nicht unangetastet und ungelöst. Aber wir kehren wieder. Jetzt ist nur die Frage, guck mal da oben, da muss man ja irgendwo herkommen. Aber woher ist das? Man landet ja dann irgendwie hier. Später, okay. Später. Na gut. Ach, er steht ja auch noch hier. Stimmt. Guten Tag. Jagd nach den Büchern. Ja, wir hatten noch einige Bücher offen. Achso, ich kann mich hier einfach... Hier war das, ne? Zwupp. Wir hatten ja noch einige... Oh, es ist so... Oh nein. Oh nein. Das war zu viel für Nerim. Wir hatten ja noch einige Beschwörungsbücher offen, ne? Die wir noch sammeln wollten gemeinsam. Habe ich noch Kaffee? Nee. Schade, kein Kaffee mehr. Und vor allen Dingen, wenn wir schon mal, ja, das was Kuro sagt, ne? Wenn wir schon mal hier oben in der Ecke sind, wir sind ja quasi im Nordosten der Karte. Dann liegt ja der Schluss nahe, dass wir uns auf den Weg machen dorthin, wo wir noch nicht erkundet haben. Nämlich das hier und das hier. Also diese ganze Ecke hier oben. Die haben wir noch nicht erkundet. In diese Richtung also. Ich warte aber mal hier oben gerade, bis es hell wird. Da dreht sich der Himmel und die Sonne geht auf. 13 Uhr. Ja, und dann, Geronimo! Genau, das war der richtige Weg. Genau, ich bin ja quasi schon dort. Ein bisschen nochmal die Landschaft erkunden, das ist ja auch schön. Und vor allen Dingen mal das neue Schwert ausprobieren, das würde mir auch gut gefallen. Dinge, die ich nie gemacht habe, von Cerobilon springen. Also wer da nicht runterspringt, der hat was verpasst. Ach, guck mal. Da ist jemand, an dem ich... Was dahin ist? Erotin, ne? Genau. Sie gefällt mir ganz gut. Den Spruch am Strand hatte Fex schon gelesen. Bei der Piratenhöhle. Meinst du bei dieser Höhle hier irgendwo? Ne, da vorne. Ich glaube ja. Wir waren da vor einer halben Ewigkeit schon mal. Ich kann mich nie mehr dran erinnern. Es ist ja mittlerweile schon... Puh, es ist ja mittlerweile schon über ein Jahr her, dass wir mit Nerim angefangen haben. Eieieiei. Wenn man sich das mal vor Augen hält, wir spielen seit über einem Jahr sonntags mit Unterbrechungen, das gebe ich zu. Aber seit über einem Jahr spielen wir sonntags Nerim. Das ist krass. Ich meine, wir haben ja auch schon über 240 Folgen auf YouTube. Das Nerim hat das Potenzial, mein längstes Let's Play zu werden. Conan Exiles war 299 Folgen. Pathfinder Kingmaker war 300 Folgen lang. Und Nerim ist auf dem besten Wege, es zu schaffen. Ah, hier, genau. Forever my love. Das hier, die Steine.
Genau, das hatten wir, ja. Hatten wir auch damals darüber gesprochen, was die Bedeutung des Ganzen ist? Bin mir nicht mehr sicher. Ja, genau deswegen frage ich, ne? Ich kann mich nämlich selber nicht mehr so gut erinnern daran. Erwartest du, dass ich das noch weiß? Niemand weiß das mehr. Guckt doch mal hier, wenn ihr auf YouTube seid, guckt doch mal einfach in die alten Folgen rein. Vielleicht findet ihr das da, wo wir darüber gesprochen haben. Kann eine von den doch eher am Anfang liegenden Folgen sein. Ach, jetzt bin ich infiziert mit Wasserfäule, das gibt's doch nicht. Muss ich direkt mal eine Alraune reinschnubbeln. So schön dieses Schwert ist, aber ich habe mich irgendwie an unser Runenschwert gewöhnt. Gib's zu. Ich habe mich zu sehr dran gewöhnt. Ah, guck mal, hier gibt's Berge. Immerhin schon mal. So, lass mal gucken. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir müssen da um die Schlaufe herum quasi da hinten entlang. Und dann sind wir in dem Gebiet, das wir noch nicht entdeckt haben. Und können da vielleicht auch noch den ein oder anderen Erfahrungspunkt mit rausnehmen. Wobei die Gegner sind hier Stufe 22. Das hilft natürlich nicht viel auf unserer Queste in Richtung Sonne. Ich würde aber schon gerne die Sonne beschwören können, bevor wir uns auf den Weg machen, die Hauptquest zu beenden. Weil ich gerne die Hauptquest mit der Sonne beenden würde. Mein Magen mag das Runenschwert auch mehr. Das ist ein bisschen... Ne, das kann man sich schöner ansehen. Johannes und Co., da war mal was. Oh! Also die Statue, genau, verschollene Tempelanlage. Das hatten wir, da waren wir. Bis hierhin sind wir vorgedrungen. Ich muss aufhören, die Pilze immer stehen zu lassen. Ich muss wieder anfangen, alles mitzunehmen, was mir auf dem Weg so über den Weg läuft. Denn wir wollten ja auch noch ein bisschen Alchemie machen. Hast du schon geschmiedet? Nee, noch gar nicht. Ich habe das ganze Schmiedezeug, habe ich beim letzten Mal, als ich das Inventar aufgeräumt habe, habe ich das ganze Schmiedezeug ja in die Kiste zu Hause einsortiert und habe mir da schon gedacht, es könnte mal interessant sein zu schmieden. Allerdings würde ich dann wahrscheinlich erstmal relativ... Wobei, nee, das macht ja dann eigentlich keinen Sinn. Ich würde mal gucken, ob man irgendwo günstig Schmiedezeug kaufen kann. Also Rohmaterialien, um den Skill einfach ein bisschen hoch zu pushen. Und was wir nicht hochpushen können, würde ich dann mit Lernpunkten einfach hochsetzen. Um mal zu gucken, was wir uns so an Schmiedewaren herstellen können. Also das würde ich dann aber schon gemeinsam machen, ne? Wie das Alchemie auch. Das würde ich nicht offscreen machen. Offscreen mache ich nur Sortierarbeiten und sowas. Damit wir da auch gemeinsam sehen können, wie das denn aussieht mit dem Schmieden, was man da alles machen kann. Nerim und Balancing. Wenn du dort im Nordosten fertig bist und es für die Sonne nicht reicht, helfen wir im Schmieden nach. Ach so, mit Schmieden nach, genau. Level 52 bis 55 sind jedenfalls machbar. Wir sind ja erst Level 41. Ja, ich habe irgendwie 200 Wolfsfälle und 100 Bärenfälle und so. Das haben wir ja über die Zeit hinweg, wo... die Natur regelmäßig versucht hat, uns zu töten, haben wir das ja alles angesammelt. Da bin ich sehr zuversichtlich. Das Einzige halt so Sachen wie Kohle, Eisenbröckchen, das sind halt so Dinge, die eventuell fehlen könnten. Genug Dinge, die man schmieden kann, die sehr viel XP geben. Okay, pass auf, dann erkunden wir hier den Nordosten in aller Ruhe. Ich sehe hier eine Höhle und eine Festung. Oder irgendwas, was wie eine Festung aussieht. Und danach geben wir uns ans Schmieden. Ich mag es, dass es hier so viele Pilze gibt. Ein Schlaraffenland für Hobbits. Aha. Die Wolfsbären und Wildschweinfälle oder was das waren, hast du genau dafür eingesammelt. Ja, die habe ich auch nie verkauft oder so, sondern die habe ich alle schön in die Kiste gepackt
und behalten. Interessant. Eine barbusige, nur von Haaren verdeckte junge Dame, die aus einem Stein herausblickt. Ich denke, hier ist die Höhle und die passende Festung dazu ist auf der anderen Seite, ja. Ist aber gleich mit Level 54 ist das Ende keine Schwierigkeit mehr. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Das ist nur eine kreative Methode, deshalb hat mir das außen vor gelassen. Oh. Hier leben Leute? Hallo? Henadil, der Leuchtturmwärter. Ich habe mehrere Leute... Weißt du was, dafür klaue ich dir deine gesamte Ernte. Sollst du doch verhungern. Das gibt's ja wohl nicht. So. Kannst du alles neu anpflanzen. Die Kürbisse lasse ich hier. Die wiegen mir zu viel. Da ist das gesamte Inventar sofort wieder komplett voll. Wobei andererseits, ich kann es ja in den Beutel packen, ne? In den wundervollen, nimmervollen Beutel. Zumal wir die Kürbisse ja eigentlich auch für die Alchemie benötigen, ne? Aber sei es drum. So, der lebt also hier und hat hier einen Leuchtturm. Ist das der Leuchtturm? Nee. Das ist ja kein Turm. Oder macht er hier Feuer und dann? Ah, Eispranke. Sehr schön. Warum genau? Ich muss das leider ausprobieren, ne? Ich muss gucken, ob ich hier... Ne, da ist auch zugemauert. Da kommt man nicht runter. Hier ist ein Grab. Womöglich wird das hier noch irgendeine Bedeutung haben. Ich bin mir da nicht sicher, aber es sieht so aus, als wäre das ein Ort mit Bedeutung, der sich uns zumindest jetzt noch nicht erschließt. Was? So einfach soll das schließlich auch nicht sein. Er bekommt definitiv keinen für Arctwend. Keinen für Arctwend? Was? Was bekomme ich nicht für Arctwend? Ach, da ist der Leuchtturm. Ich bin ja auch doof. Ja, da, das ist der Leuchtturm. Ja, das ist ja vollkommen richtig. Da ist der Leuchtturm. Leuchtfeuer. Das ist auch, ja genau, das ist die Höhle in Anführungszeichen, die hier auf der Minimap angezeigt wird. Ort mit Bedeutung oder nicht, sowas wissen wir doch nicht. Ja, stimmt, ihr habt ja alles vergessen. Eisenbarren und schon wieder mehr Materialien für unsere Schmiede. Das wäre Stehlen, das hier aus der Kiste und auch von seinem Tisch. Die Eisenbarren durfte ich mitnehmen, das war kein Stehlen. Aber hier aus den Kisten was rausnehmen, das wäre Stehlen. Huch! Entschuldigung! Er hat ordentlich aufgeräumt hier. Ich wollte gerade sagen, wie kommt er denn in den... Hier kommt er in den Leuchtturm und zwar ganz nach oben. Aha, hier sitzt er rum und besäuft sich. Statt am Leuchtturm zu arbeiten. Der fiese Möb. Steinziegel, die brauche ich aber nicht. Ölfässer, wahrscheinlich für das Leuchtfeuer oben. Zumindest nicht das Höhlensymbol... Achso, nicht das Höhlensymbol, sondern das Symbol Punkt von Interesse. Stimmt.
bin der König der Welt. Kann ich es ausmachen? Ach, guck mal, hier haben sie aber Gitter davor gemacht, ne? Da Erotin, so heißt die Stadt. Nicht Ark. In Erotin waren keine Gitter da oben am Kirchturm, da wo der Olle runtergefallen ist. Ah, hier schon. Wir müssen es tun, ihr wisst es. Huch! Viola Lewis, grüße dich! Vielen Dank für den Raid! Und willkommen, liebe Raider! Wir sind gerade von einem Leuchtturm gesprungen. Man hat es vielleicht gesehen. Man hat es vielleicht gesehen. Das ist so unser Sport, den wir hier so betreiben. Nerim hat dich eingeplant, Fix. Wenn man bedenkt, woher Stories und Namen für Enderworld stammen. Woher denn? So, aber der Leuchtturm ist ja nicht alles, was hier... Hier ist ja noch ein Burgsymbol, das bedeutet... Liebe Viola, danke schön nochmal. Und was gab's heute bei euch? Ich hab das, Moment, ich hab das gesehen, als ich Twitch aufgemacht habe. Ich hatte nur keine Zeit mehr. Was habt ihr heute Feines gespielt? Aus Nerim, ach so. Also wenn ich jedes Mal als Burgherr hier diese Treppen hochgehen müsste, um zu meiner Burg zu kommen, ich glaube, nee, also ich glaube, da würde ich auch durchdrehen. Entweder bleibe ich dann in meiner Burg oder ich ziehe um. Oder halt einen Aufzug. Wir haben die komplette Halo-Reihe durchgespielt, wow! Ja, ich habe tatsächlich, ungelogen, ich habe ja öfter mal bei dir reingeschaut, als du Halo gespielt hast. Und ich habe Halo ja noch nie gespielt. Noch nie! Und je mehr ich dazu geguckt habe, desto mehr hatte ich Bock, auch mal einmal die komplette Reihe einfach von Anfang bis Ende durchzuspielen. Und steht tatsächlich gerade auch auf meinem Plan, also auf meinem Privatplan. Jetzt nicht für den Stream, aber das mal so privat durchzuspielen. Einfach mal, um Halo mal kennenzulernen, weil es sah schon ziemlich cool aus. Und sehr spaßig. Da ist noch eine Eispranke. Lass das. Geweint wurde auch oft. Oh, es gab Viola Cry 4. Ich meine Halo. Es ist ein Auf und Ab der Gefühle. Ja, das Halo. Oh, da ist ein Schiffswrack. Das Halo, eine von den Spielreihen ist, die halt sehr viel Story auch mitbringen. Das zeigt sich ja schon daran, dass es mittlerweile, glaube ich, gefühlt 87.000 Bücher und Romane aus dem Halo-Universum gibt. Inklusive Serien und Animationsfilme und was nicht alles. Es ist ja mittlerweile ein riesen Brocken geworden an Zeug aus dem Halo-Universum. Die Amanfeste, alles klar. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Wow. Oh Gott, ja, ja, ist es okay. Ihr dürft mich schlagen. Guten Tag. Dürfte ich mit Ihnen mal über Arctvent reden? Kennen Sie die Lichtgeborenen? Hat sie gerade selber Ja. Sie hat uns geschlagen und sich dabei selber umgebracht. Gute Frau, gute Frau. Ja gut, die Feldtrompete habe ich wahrscheinlich verdient. Oh, guck mal hier, Kanonen. Und ein Schlüssel. Auf einem Teller. Schlüssel der Feste Aman. Notiz. Dieser alte Festungswall, den wir hier bezogen haben, scheint der Rest der berühmten Festung Cardot zu sein. Dort wurde im Passkrieg mit dem Südreich das Schlachtschiff Schwimmende Festung des Tempels aus Ostian versenkt, welches vom Tempel gesendet wurde, um eine Hafenblockade um Erotin zu errichten. Die Schwimmende Festung wurde an der Küste von einer Fregatte aus Erotin abgefangen und in die Bucht getrieben, wo sie unter dem Kanonenhagel des Festungswalles von Cardot sank. Sie gilt bis heute als das größte Schlachtschiff auf ganz Nerim. Jetzt liegt sie unter unserer Feste. Man kann sie von den Schussplattformen aus sehen. In anderen Worten, ein legendärer Residenzsitz für einen legendären Anführer.
Falls mich jemand sucht, halte ich mich im hinteren Teil in der Thronhalle auf. Den Schlüssel dazu sollten die Torwachen haben. Gezeichnet P. Gut, dass er uns mitteilt, wo er sich aufhält. Das ist sehr freundlich von ihm.